Hallo und herzlich willkommen zu diesem Parkbesichtigungsvideo. Heute mal ein bisschen anders, weil normalerweise bewerte ich ja oder besichtige ich ja Parks von euch. Und diesmal habe ich mal einen von Nexus Mods mir rausgesucht, den ich sehr interessant fand. Beziehungsweise rausgesucht habe ich mir den nicht. Ich habe den einfach gesehen und ich wollte ihn unbedingt besichtigen, weil ich die Idee richtig cool finde. Und man kann, glaube ich, die Idee dahinter schon sehen. Nämlich ist das ein Pyramidenpark, also so ein bisschen ägyptisch angehaucht. Ich muss sagen, das sieht echt cool aus. Der Park ist auch soweit mit Mods. Und ich werde das einfach für euch verlinken, würde ich sagen. Also wenn ihr den mal selber ausprobieren wollt, schaut in der Videobeschreibung vorbei. Wir werden jetzt aber uns mal ein bisschen dann mehr beeilen. Also ich werde jetzt nicht so viel aufs Detail achten, wie wenn ich einen Park von euch bewerte. Aber wir werden uns schon die interessantesten Dinge angucken. Also das hier ist auf jeden Fall die Main Street. Mit ganz vielen verschiedenen Besucherläden hier unten. Dann haben wir Hotelanlagen. Eine Einschiebenbahn fährt hier auch lang. Und alles sehr interessant gestaltet auf jeden Fall. Was ich besonders cool finde, das direkt ins Auge sticht, ist hier diese Malerei. Mit Wegen. Richtig schön gemacht. Und dann auch noch beleuchtet hier in verschiedenen Farben. Also die Liebe zum Detail ist echt krass. Hier sind auch diese ägyptischen, wie heißen die denn? Sind das diese Königsdinger, die in der Hand halten, diese Werkzeuge? Ich kenne mich da leider nicht so aus, aber es sieht echt cool aus. Das sieht bei Nacht auch richtig krass aus, weil das so cool beleuchtet ist. Ich würde jetzt auch gerne mal einmal mit der Zipline darüber fahren. Weil die Möglichkeit besteht ja auch noch. Dann kann man es nämlich auch von oben sehen als Besucher. Das ist schon echt gut. Tolle Idee, das mit den Ziplines so zu lösen, dass die Besucher halt auch das sehen können. Ich stecke jetzt direkt auf der anderen Seite wieder ein, glaube ich. Und fahre nochmal. Okay, so ist es aber auf dem Kopf. Aber das sind auch hier diese Lagunenlampen, ne? Die hier. Kann man dann auch verschieden beleuchten. Und dann sieht man sogar beim Tag so ein paar Farbakzente. Also damit meine ich, dass man halt trotzdem sieht, dass das hier gelb ist und das blau. Und dann kann man sich das halt zunutze machen, wenn man dann sowas erstellen möchte. Oh, und da oben ist auch ein Gehege. Mit zweimal dem Amphitheater. Auch eine interessante Idee. Hier links eins, hier rechts eins, da können die Besucher hier reingehen. Hier vorne ist ein Zaun und hier ist dann die Hatchery. Die Frage ist jetzt, was ist da drin? Oh, da fährt sogar eine Tour durch. Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert mit dem Tor, dass es aufgeht. Aber hier fährt auf jeden Fall eine Strecke durch. Aber sind hier auch Saurier drin? Weil bis jetzt sehe ich keine. Nee, anscheinend nicht. Aber das mit der Tour interessiert mich tatsächlich, ob man da durch kann. Das werden wir gleich mal beobachten. Aber ich zeige jetzt erstmal noch ein bisschen weiter, was hier so ist. Nämlich auch noch... Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Bisschen aus wie so eine Rennstrecke oder sowas. Also so eine Kamelrennstrecke oder weiß ich nicht, was die da in Ägypten hatten. Und bis jetzt fahren keine Tour-Trucks los. Die fahren in die andere Richtung. Also das heißt, die kommen von da. Ah, da fährt er. Ah, okay, die fahren da einfach durch. Schade. Das wäre natürlich nice gewesen. Aber die Idee dahinter finde ich echt gut. Und du hast hier sogar dann noch... Oder ich sag schon du, ich kenne ja denjenigen gar nicht. Ist auch keiner von uns. Ja, derjenige hat dann halt auch hier so Beobachtungsgalerien noch reingemacht. Aber irgendwie sind hier keine Dinos, was komisch ist. Oh, ich weiß, woran das liegen kann. Oh mein Gott. Okay, hier sind nämlich auch keine drin. Ich muss nochmal ganz kurz rausgehen. Ich habe gerade mal geguckt, ob ich irgendwelche Mods oder so vergessen hatte mit neuen Spezies und die deswegen nicht da sind. Aber keine Ahnung, habe ich jetzt so schnell nicht gefunden. Kann auch sein, dass die ein oder andere Sache falsch angezeigt wird, weil ich die Mods nicht richtig installiert habe. Aber ich glaube, den Großteil kann man ganz gut sehen. Und es geht ja auch so ein bisschen um die Idee, weil ich die echt cool finde. Auch schönes Gehege hier, tolle Berglandschaft, schöne Terrainarbeiten. Gehen wir weiter zum nächsten. Ja, sind mir persönlich ein bisschen zu viele Palmen, muss ich sagen. Und zu gleichmäßig. Aber sieht auch interessant aus. Aber das Highlight ist natürlich da hinten die Pyramiden. Das finde ich mega gut. Die sehen echt cool aus. Die eine hat hier so ein bisschen Knick, die hier auch. Ich glaube, das lässt sich manchmal nicht vermeiden, dass sie ganz spitz sind, aber sieht schon nice aus, ne?
Die sind sehr, sehr sauber ausgearbeitet, die Pyramiden. Und da ist dann unten sogar so ein Eingang hier und da auch. Und unten sind dann auch noch mal so Fackeln um die Pyramide rum. Echt super interessant. So eine Idee muss man erstmal kommen. Mit diesem Pyramideneingang. Ich wünsche, man könnte da wirklich reingehen. Das hätte schon was. Auf der anderen Seite ist dann auch noch mal so ein kleiner Besucherbereich. Auch wieder mit einem sehr interessanten, selbstgebauten Gebäude quasi. Ist auch wieder irgendwie so ein ägyptischer Stab oder so. Das könnte schon wieder hinkommen von den Wegen her, oder? Das sieht alles so cool aus. Finde ich richtig kreativ. Hier sind dann auch wieder Pyramiden. Also wir waren gerade da rechts. Und hier links sind auch nochmal Pyramiden. Und ich finde es auch richtig cool, dass bei jeder Pyramide das alles so ein bisschen anders ist. Hier sind jetzt zum Beispiel so ein paar Flaggen drumherum. Dann ist hier wieder dieses ägyptische Auge. Das kennt man ja auch. Auch mega schön gemacht, ne? Ja, das sieht bei Nacht auch wieder richtig cool aus. Oh, hier ist auch noch mal so ein Sarkophag. Dann noch mal so ein Stab. Ja, die Pyramiden sind leider nicht beleuchtet, nur außen hier. Aber das ist, glaube ich, auch nicht machbar. Oh, hier ist auch noch so ein Skarabäuskäfer. Boah, das ist so cool. Muss ja den Park schon fast bei Nacht angucken, weil das alles so schön beleuchtet ist. Ich finde das mit diesen runden Lampen in verschiedenen Farben auch echt schön. Das ist auch sowas wie ein Skarabäus, oder? Kommt das hin? Sieht aus, als wenn das beides so ein bisschen ein Skarabäus sein soll. Ich glaube, die Parktour ist auch richtig cool. Wenn ihr mal hier guckt, die Strecke, die schlängelt sich hier komplett drumherum. Macht für uns halt jetzt gerade wenig Sinn, weil ich irgendwie keine Spezies hier drin habe. Ich weiß leider echt nicht, woran es liegt. Aber ich wäre die, glaube ich, eh nicht gefahren. Das hätte mir, glaube ich, zu lange gedauert. Zeit investiere ich dann lieber in Parks, die ihr mir eingesendet habt. Also hier werde ich das Ganze halt nur so ein bisschen überfliegen. Sieht schon interessant aus. Ich finde es auch cool, wie sich das hier so durchschlängelt, die Strecke. Kann man sich schon echt inspirieren lassen. Und da hinten ist sogar nochmal ein Bereich mit Zipline. Da können wir gleich mal rüberfahren. Und so verschiedene kleine Inseln. Oh, da ist auch nochmal was Cooles. Da gehen wir gleich auch nochmal hin. Ich würde sagen, wir fliegen jetzt erstmal ins Aviarium. Mal gucken, ob es da Besonderheiten gibt. Oder fährt auch die Strecke durch? Oder eine andere Strecke ist es wahrscheinlich, ne? Ja, das ist eine Gyrosphärenfahrt, das andere war ja eine Tour. Aber hier ist auch nichts drin. Also irgendwie sind gar keine Spezies hier. Würde ich sagen, ziplinen wir uns mal rüber. Haben wir dann nochmal ein Aviarium. Wir können jetzt ja mal ganz normal als Besucher dort reingehen. Das ist ja mittlerweile alles möglich. Ja, hier sind leider auch keine Spezies, ne? Das ist echt das große Problem, deswegen brauche ich halt mir die Gehege auch gar nicht so genau angucken. In der Mitte auch so ein bisschen was platziert. Wenn man hier einmal rüber ist, dann ist man da gefangen. Also ich sehe hier keinen Weg, der zurückführt. Eine Todesfalle, das Aviarium. Hier kann man dann auch noch mal rüberrutschen mit der Zipline. Können wir mal jemanden begleiten, während er fährt. Sich freut. Oh, hier ist dann auch noch eine Lagune. Der ist voll groß, der Park. Das erinnert mich irgendwie gerade eher an Weihnachten. Sieht aus wie ein Weihnachtsbaum. Aber dann gehen wir noch mal da hinten hin. Guck mal, der Bereich ist auch seltsam verbunden. Da kommst du gar nicht hin. Hier ist nur eine Zipline, die runterführt. Zurück zu dem Auge. Ich glaube, das hier soll auch so ein bisschen Wasserfall darstellen. Also hier ist Wasser hier oben und da unten. Da hat man nur keine Düsen. Wir gehen jetzt mal hier hin. Oh, das wollte ich nicht. Sorry. Das sieht auch echt interessant aus. Wahrscheinlich auch nochmal sowas wie eine Pyramide, ne?
Also wirklich eine krasse Idee. Deswegen wollte ich mir die auch mit euch gemeinsam angucken. Ich finde gerade diese ganzen Wegezeichnungen und die Pyramiden echt schön. Ja, aber Leute, ich würde sagen, das soll es jetzt mit dem Video gewesen sein. Ich verlinke euch natürlich den Park unten in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch den nochmal genauer angucken. Weil ich bin jetzt bestimmt nicht auf alle Details eingegangen, aber ich denke mal, die meisten Sachen hat man gesehen. Ich würde mich jetzt noch über ein Like freuen und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.